Hat man nicht noch irgendeinen anderen Pflanzenfresser zufälligerweise? Das ist der Diamante. Ist auch ein Fleischfresser. Ja, kannst du mal mit dazu. Ach komm. Ach, guck mal hier auch. Das sind die Dinos. Oh, die sind ja super klein. Der Homalocephali ist ein kleiner Pflanzenfresser mit einer dicken, flachen Schädeldecke. Sie erfüllte vermutlich irgendeinen Zweck. Ja, von denen kann man wirklich viele nehmen. Das finde ich cool. Boah. Oha. Sturmabwehrstation. Das ist gar nicht mal so scheiße, dass wir das jetzt schon haben. Job erledigt. Voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Bitte auch für mein Mikrofon jetzt mal halt Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze sein wird. Ich würde sagen, wir nehmen drei von denen und. Wir oder die. Immer wachsam. Und jetzt ein paar von denen hier. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Peng, peng. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. War das mit Gewalt? Hab dem jungen Mann nicht zugehört. Irgendwas mit Gewalt verstanden. Gewalt ist eine Lösung. Okay, dem stimmt. Baron. Gewaltverherrlichung. Skandal. Der Baum ist schön. Den möchte ich haben. Und so ein Felsen. Schön. Das sieht ja wirklich schick aus. Soll ich verarschen? Nee. Hä? Was? Ach so, er ist fertig. Ach so. Was? Was? Wie klein ist der denn? Der Keratosaurus könnte auf eine Verwandtschaft mit dem Keratosaurus hindeuten, doch dem ist nicht so. In Wirklichkeit ist er mit dem Tyrannosaurus verwandt, wobei er bei weitem nicht so beeindruckend ist. Bestätigt. Was war denn bei dem los, Alter? Ich glaube, der wird niemals getroffen. True Story. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Wie soll denn der jemals getroffen werden? Ach, nur letztes Jahr. Er wird niemals getroffen. Holy shit, ist der klein. Auch wenn der schläft. Nie im Leben wird der getroffen hier. Den machen wir mal hier in Genommutierung. Machen wir mal Wüste. Oha! Alter! Zur Abholung des Produkts unterwegs. Ich hoffe, das ist für die alle okay, dass die das. Dass die zusammengehören jetzt in ein Gehege. Ah, was? Alter, das ist ja echt jetzt komplett frech. Nehmen wir so ein und nehmen wir vielleicht noch einen in Alpin. So ein super kleiner Popel einfach. Ich frag mich jetzt wirklich, wie die aussehen. Hallo?
Schauen Sie, es ist ein Balanceakt. Ich verstehe Sie. Wir alle verstehen Sie. Nun, Claire vielleicht nicht. Warte, was? Aber der Punkt ist, Sie müssen Ihren Dinosauriern den nötigen Platz bieten. Und dieses Mini-Gehege reicht nicht. Oh, der sieht anders aus. Ja, schon irgendwie, ne? Ach, das können einige anscheinend in ein Gehege hier. Von denen nehmen wir jetzt auch noch ein paar. Boah, der kostet aber viel. Ne, der kommt auch hier rein. Wasser ist essentiell und Ihre Dinosaurier brauchen reichlich davon. Warum sorgen Sie sich nicht um Ihre Bedürfnisse? Der ist ja super winzig, ey. Ja, aber den passt es komplett. Wo ist denn der da hinten? Finde den Fehler. Ich kann gar nicht so tief gehen mit der Kamera, um den da zu fotografieren. Der ist ja wirklich winzig, winzig, winzig. Ja. Okay, Bestand. Kann absolut viel reingehen. Wie viel sozial, die man drauf guckt. Bei denen hier geht auch der Bestand komplett voll. Ja, ich weiß, sozial können die in einer riesigen Gruppe sein. Zeig mal. Na, hast du eben gesehen? Nee, auch nicht. Das ist so genau anzahlen. 1:30, Alter. Klar. Sie und ich sind ein tolles Team. Ich zeige Ihnen die Aufträge, Sie schließen sie ab. Jeder gewinnt. Also, wie sieht's aus? Sollen wir einen weiteren Sieg einfahren? Aber auf jeden Fall einen weiteren Sieg. Warum auch nicht? Produkt muss eingesammelt werden. Alter, das macht so Bock irgendwie. Der muss immer noch hier geschossen werden. Dann sollten wir von den Kleinen aber auch vielleicht auch erstmal genug haben. Sie sind an der Aufgabe dran geblieben. Da haben wir, glaube ich, drei oder so. Die Ziele des Auftrags erfüllt. Dafür möchte ich Ihnen danken. Aber könnt ihr auch mal treffen? Wäre nicht schlecht, wenn ihr treffen könntet. Was trifft eher ein? Dass der hier betäubt wird oder dass die hier fertig werden? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Fahre zur Futterstation. Nachschub ist unterwegs. Aha. Er wurde vorher betäubt. Produkt wird eingesammelt. Klein wird man hier niemals sehen, Digga. Frag mich, ob die wirklich eine Riesengruppe bilden. Okay, okay, Sie haben diesen Auftrag gerockt. Sie haben meinen Respekt. So. Ich hätte nicht gedacht, dass die Pflanzen fressen. Die sahen aus wie Fleischfresser. Ach, guck mal, die hat sogar eine anständige Größe. Alles klar. What the fuck, hallo? Oh mein Gott, Alter. Der Name Prokeratosaurus könnte auf eine Verwandtschaft mit dem Keratosaurus hindeuten, doch dem ist nicht so. In Wirklichkeit ist er mit dem Tyrannosaurus verwandt. Oha, die brauchen auch wirklich viel. Wobei er bei nicht so beeindruckend ist. Ja, dann mache ich 4 aus denen hier. Dann hole ich aber auch noch ein paar kleine. Ja. Aufgabe erhalten. Nein, ich wollte gerade. Ach man. Isla Muerta.
Ja, Standort C. Allgemein bekannt als Isla Muerta. Eine neu entwickelte Insel. Der Name bedeutet grob übersetzt, und damit meine ich wirklich grob, die Insel der Toten. Passend. Irgendwie sogar humorvoll. Okay, das ist ein guter Thumbnail, würde ich sagen. Junge. Ich dachte gerade, es wären zwei Alphas. Ich dachte mir einfach nur so, what the fuck. Er hat den gerade gedodged. Der ist einfach nach hinten weggesprungen. Bitte? Unterwegs, um Produkte einzusammeln. Ja, könnte ich. Mach ich jetzt auch. Ist eine gute Idee. Generell müsste ich hier wieder Dinge machen. Mann, wir machen so eine Treffsicherheit. Bestätige Anfrage. Vielleicht noch vier von den super kleinen, weißt du? Wie jetzt von den anderen? Von den, ja, zwei Mox. Kann es sein, dass es deine Lieblinge geworden sind? Nee, aber dann hast du drei von denen und den Rest hast du 20. Verstehst du? Oha! Wie die einfach am Wasserloch stehen. Ach ja, wenn das nahezu... Nasutoceratopse wären, dann wäre es echt ein schönes Foto. Muss ich gucken dann, welches ich schöner finde. Aber wahrscheinlich das hier nicht. Weil da sind die Berge so doof. Hier waren die Berge wenigstens noch halbwegs angenehm. Transport hat begonnen. Zeit. Sehr schön. Wie viele Pflanzen haben sie da schon weggegessen? Erst zwei. Boah, das müsste eigentlich immer noch voll sein bei denen. Na, es geht ja um Bestand. Wenn der Bestand voll ist, dann ist es überfüllt. Und die haben ja einen riesengroßen Bestand. Aber es ist die Frage, wie sieht es bei denen hier aus? Produkttransport beendet. Bestand haben die auch recht groß, das ist gut. Die sehen aus wie Fleisch, was du kannst mir sagen, was du willst. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich bei denen die Farbe nicht geändert habe. Aber naja. Weitere Aufgabe fest. Jetzt schickt den anderen raus. Zack, zack. Bestätigt. Ja, von denen mache ich nochmal vier. Und dann nochmal welche ohne modifiziertes Genom. Dann nochmal unterwegs, um Produkt abzuholen. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich.
Ich weiß nicht warum, ich liebe es einfach Fotos zu machen ständig. Ich hab da meinen Spaß dran. Es tut mir auch ganz so leid für die Zuschauer, aber ich liebe das einfach. Ich verstehe da kein Wort, der ist so laut, der Dings. Der Helikopter. Ich würde dir gerne zuhören, aber es geht wirklich nicht. Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Umweltbedingungen. Ehe? Warum? Wieso soll ich denn da jetzt drauf gehen? Jetzt wird der wieder nicht freigelassen, Digga. Sounddefekt. Nee, jetzt sagt nicht, dass die da hinten doch Probleme machen. Doch, machen sie. Reagiere auf Reparaturanfrage. Aber warum? Aber warum? Lege weitere Aufgabe fest. Kollege? Unterwegs. Sehr gut. Oh, ich habe keine Tür eingebaut, merke ich gerade. Ups. Aber warum? Warum geht deren Geborgenheit runter? Was mache ich falsch? Ach, weil Sozial immer noch unten ist. Nee, Sozial ist jetzt wieder unten, weil er da draußen ist. Ja, wird der auch noch gejagt, oder? Wo ist denn der Schlingel? Da hinten schon! Ach, und die eiern wieder rum, ey. Naja, geht mich nichts an. Ist das mein Park oder wem gehört der? Wo will er denn aber auch hin? Ich mach gleich drei Dinger hin, Alter. Aha, das Tor. Er wollte durchs Tor. Siehst du, das ist eine gute Ablenkung. Ja. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Ach, jetzt klappt's. Das ist ein Rechtachs, Alter. So, Gefahr ist geborgen. Ihr könnt alle wieder raus. Jo. Nein. Anfrage bestätigt. Ich mache mal zwei neue und dann sollten das hier sollte eigentlich kein prähistorischer Käfigkampf werden. Was? Kampf begonnen! Sie müssen sich um Ihre Dinos kümmern. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig.
What the fuck? Warum kämpfen die? Ich habe mir schon kurz Sorgen gemacht. Aber sie haben das Genom besorgt. Er hat ihn getötet. Okay. Alles klar. Wir töten alle, wir machen alle Goobs hier raus, Digga. Ja. Alle raus. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Dann geht hier halt noch der Huya rein. Dann muss der da raus. Das ist ja ein gemeiner Drecksack, Alter. Was ein Wichser. Gut, dann müssen jetzt wirklich die Dings betäubt werden und kommen da drüben ins andere Gebäude rein. Ins andere Dings. Füge Aufgabe hinzu. Ich hoffe, das sind die hier. Die Goop, ja. Die Goops gehen jetzt einfach woanders rein, Digga. Das ist ja... Das kann ja nicht sein. Einsammeln des Produkts unterwegs. Dass die einfach anfangen zu kämpfen. Um Produkt einzusammeln. Ja, das schon bedeutet. Das nächste Mal bereite ich das Gehege lieber gleich vor. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Wir wollen das... Nein, es müssen so viele Menschen wie möglich diese Tiere persönlich erleben. Sie müssen verstehen, dass Dinosaurier wieder ein Teil der Welt sind. So, das sieht doch ganz nice aus. Da auch wieder ein Felsen rein. Zack. Gucken wir mal, dass wir da vielleicht noch... Okay, vergessen wir das wieder. Ah, da hinten ging es. Oh, da hinten eins. Ist der Baum wieder weg. Ich komme nicht darauf klar, dass die meine Kleinen da angegriffen haben, ey. Und dann nehme ich es der Frau auch nicht böse, dass sie die Produkte nimmt. Also was anderes als Produkt würde ich zu denen Gute auch nicht sagen. Gute Arbeit mit den Besucherzahlen. Gut gemacht. Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde Grasland hier nichts und Wald. Funktionieren. Das ist unser Auftrag und Sie haben uns auf Isla Matanceros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Sie haben sich diese Belohnung verdient. Ich schwöre, wenn du Scheiße anfängst zu bauen, Alter. Dann reiße ich euch den Arsch auf, indem ich euch wirklich zu dem Cerato reinpacke. Dann könnt ihr mal meinen Zorn spüren. Wie viel Grasland willst du?
Vor allem, woher soll ich denn das ganze Grasland jetzt noch nehmen? Mehr Grasland geht nicht. Da muss das Gebäude hier wieder weg. So, jetzt ist da wieder Gras. Reicht dir das aus? Nee, natürlich nicht. Oh mein Gott, Alter.